Rat annehmen. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, es ist jetzt wieder mittlerweile einen Tag später. Also, ich habe gestern sehr viel gezockt gehabt, Gothic 3. Ich bin wieder drinne, so nachdem ich weg war für knapp 2 Wochen. Und ich habe irgendwie Bock weiterzumachen. Ich weiß jetzt nicht, was hatten wir gesagt gehabt? Von der Weg kommt mir irgendwie nicht bekannt vor. Wir sind... Komm, wir gehen einfach Richtung Norden. So, und machen da mal ein bisschen Radau. Stimmt, wir haben Vanguard jetzt die außerhalb und innerhalb der Barriere alle ausgeschaltet. Wir haben hier... Nordmarschwert. Geschärft, gesegnet, vergiftet. Ja, wir sind momentan eher so mehr Paladin. Das, uns fehlt nur noch irgendwie so ein vernünftiges Paladin-Schwert. Und wir brauchen Dietrich hier. Obwohl hier, das Ding ist eh leer. Daher würde ich aber trotzdem nochmal nach Nordmark gehen und gucken, wie viel wir jetzt in der Lage sind, da auszuschalten. Wir haben ja jetzt 34 Lernpunkte. Wir müssen aber auch noch einiges machen. Ich will wissen, wo ich das hier lernen kann. Hier Regeneration. Und halt den Paladin. Und Orktöter. Die, glaube ich, brauchen wir nicht. Eine 2 Klingen. Aber hier, Waffen aus reinem Erz würde ich auch gerne lernen. So, das ist Norden hier, da hinten. Also muss ich hier rum, glaube ich. Dann vorbei. So, und suchen wir uns auch noch einen Weg Richtung Kloster auch nochmal. Hier hätten wir auch schon alles gelootet, okay. Kommen wir hier irgendwie runter? Ohne drauf zu gehen? Oder gab es hier jemanden, der mir was beibringen kann? So, Anok? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Nicht das, was ich haben will. Als wenn das so einfach wäre. Ich kann denen aber auch irgendwie nicht Bescheid sagen, hier, alles außer Faring ist befreit. So, Norden ist da lang. Also irgendwann müssen wir auf jeden Fall Faring befreien. Aber ich will trotzdem erst einmal gucken, dass wir im Norden hier weitermachen. Ich habe irgendwie so im Kopf so eine Art episches Finale. Hier alle, keine Ahnung, ich glaube, das wird eh nicht funktionieren, aber alle Freunde, die man hat, hier zusammenzurufen und nach Faring zu marschieren und danach nach Vanguard oder so. Aber ich habe jetzt also auch erstmal so oder so keinen Plan, wie es hier weitergeht. Vor allem aber eigentlich an sich... Ich mag das Konzept von dem, von Gothic 3 hier, also von der Open World hier. Denn der Krieg ist in einem Stillstand eigentlich, wenn man ehrlich ist. Also bis zu unserer Ankunft war es in einem Stillstand. Wir sind der Kriegstreiber hier, der für die eine oder andere Seite hier, alle noch ausschaltet. Also, aber an sich, ist das ja in einem Stillstand. Man, es ist kein laufender Krieg mehr. So. So, jetzt erstmal kurz überlegen, welche Richtung. Genau, und man hat hier eigentlich nur eine Aufgabe. Finde Xardas. An sich vielleicht für die meisten eher so
langweilig, glaube ich. Oder irgendwie nicht so innovativ, sagen wir mal. So. Die Katze haben wir. Ich brauche wieder Heiltränke. Da haben wir wieder einen Ripper. Oh, noch einer. Ich höre hier noch irgendwas. Ich weiß jetzt aber nicht, wo ich hinlaufe, genau. Aber im Grunde ist das eigentlich das Logischste für eine Open World. Wenn eh alles im Stillstand ist und so weiter, dass man nicht linear geführt wird. Sondern einfach hier, du hast die Aufgabe, finde Xardas. Wie du ihn findest, ist deine Wahl. Kannst du aussuchen. Aber finde ihn. Was haben wir da? Waren wir da schon drin, ne? Ich glaube, hier sind wir meistens eher immer nur durchgerannt, weil Nord mal viel zu stark für uns war, sagen wir mal so. Warte mal. Ist es das, was ich jetzt denke, was das ist? Führt das jetzt zum Kessel? So. Wieder ausrüsten. Ist das jetzt wirklich der Weg zum Kessel? Zur Schmelze, nicht zum Kessel, Entschuldigung. Der Kessel war im Minental. Oh, hier ist blaues Erz. Also magisches Erz, meine ich. So. Jetzt ernsthaft, wir sind hier. Ohne es zu wissen, bin ich jetzt hier auf der anderen Seite reingekommen. Ich liebe die Musik hier. So. Da ist nichts zu holen. Okay, dann ist da nichts zu holen. So, hier gibt es aber auch Mühlensteine, die wir nicht hochheben konnten. Kann das sein? Der hier zum Beispiel, glaube ich. Ja! Den haben wir. Jetzt sind wir stark genug. Stärke macht da auch eigentlich einen Unterschied, so wie man hier alles kaputt hauen kann, sagen wir mal so. Auch Töter. Ein hartes Stück Fels ist das. Aber ja, dann sind wir hier beim Hammerclan angekommen. Habe ich jetzt nicht erwartet. Überraschenderweise. Ja, aber an sich, ich...
Ich glaube, ich bin aber auch. Der Freddy hatte das sogar mal geschrieben gehabt. So, ich glaube, ich bin der einzige Gothic-Spieler, der. Also Gothic 3-Spieler, der irgendwie es einen Grund hat, hier in jede einzelne Stadt, Provinz oder so, immer und immer wieder hinzukommen, weil ich irgendwie viel zu verpeilt rumspiele hier. So, ich weiß nicht, wenn ihr ähnliche Erfahrungen habt oder auch selber andere Gründe hattet, so, ich bin neugierig, ich will es wirklich wissen. So, aber ich bin da irgendwie. Ich finde die ganz lustig, so, dass ich. Vor allem, das war aber auch so ein Kritikpunkt, was Gothic 3 angeht, dass man irgendwie eine Stadt abschließt und dann da irgendwie gefühlt nie wieder nochmal hin muss. Und ich bin gefühlt jede Folge in jeder Stadt mindestens dreimal. So, deswegen. Da will ich noch hin. Wie kommt man da hin? Ich will wissen, was da ist. Gibt es auch einen Mühlenstein? Gibt es einen Weg dahin? Muss es doch einen Weg hingeben, oder? Und da ist auch noch irgendwie so eine Art Weg. Warte, ich speichere mal und dann springe ich mal darüber. Ich gucke mal, ob wir das überleben. Jede Wette, da gibt es einen Mühlenstein. So, Schaden genommen. Oh, wir haben Dietriche. So, was haben wir hier? Schutzring der Magie. Jetzt ist nur die Frage, kommen wir hier auch wieder raus? So, einen Moment, ich muss niesen. Okay, war ein Fehlalarm. Es hatte nur in der Nase gekittert. Es kann sein, dass ich gleich wirklich dann spontan niese. War ein kleiner Fehlalarm. So, aber kennt ihr bestimmt auch. Wenn man niesen muss so und man das dann sagt und so weiter, dann muss man in dem Moment dann doch nicht mehr niesen. So, aber wo führt das hier hin? Wo bin ich hier gelandet? Hier gibt es auf jeden Fall Fleisch. Ich höre hier Orks. Hier sind noch mehr. Da sind sie schon. Okay, jetzt nochmal speichern. Oh, noch ein schönes Orklager. Finde ich schön. Ja, komm. Ich habe all deine Freunde schon umgeblieben. Also. Ich finde es nur doof, dass die jetzt keine Heiltränke oder sowas haben. So, da ist der nächste. Der Kampf wird nicht lange dauern. Wenn du das meinst. Okay, da könnte jetzt etwas. Okay, das war knapp mit dem. Okay, hier haben die aber auch ein bisschen mehr Leben, glaube ich. So. Und nochmal was snacken. Hier speichere ich noch einmal.
So. Das wirst du prüfen. Bleib stehen, Mann. Ich stehe. Keine Sorge. Nein. So. Ich wünschte, die hätten vielleicht irgendwas für Heiltränke oder sowas. So, wer ist denn der Nächste? Ich werde dich töten. Das haben schon andere vor dir auch gesagt. Und bis jetzt bin ich immer wieder gespawnt, also. Bleib stehen, Mora. Da! So. Und nochmal was snacken. Oh, dahinter ist wieder ein Schamane. Ich hasse die Schamanen. Die Schamanen sind das Schlimmste hier. Der Nächste. Gibt es hier auch einen Weg eigentlich wieder raus? Da ist ein Weg raus. Dann gehe ich mal von aus, dass er draus führt. So, ich habe wieder reingefunden auf jeden Fall in das Kampfsystem. Ich hoffe, ich werde jetzt das beibehalten vom Kopf her. Ich speichere noch einmal. So, wer ist der Nächste? Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Dum dum dum. Bleib stehen, Mara. Na, komm her. Am besten wirklich immer außerhalb der Reichweite von den anderen, dass man nicht alle auf einmal hier kriegt. Waldbeere können wir mitnehmen. Wir haben aber auch schon fast 400 von den Heilpflanzen. Könnten die Dinger auch einfach so mittlerweile wieder snacken. Wenn uns die anderen Heiltränke ausgehen. Wer sieht mich zuerst? Komm. Ich will nur einen von euch, ja? Worauf wartest du dann noch? Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Dum dum dum. So. Immerhin kommt er näher.
So, wie weit näher? Die Nähe wird reichen. Da! Einmal hat er mich zumindest getroffen gehabt, aber naja, egal. Einmal speichern. Ich lock vielleicht mal die da hinten an. So. Ehrenvoller Kampf wäre ihm lieber. Was gibt's denn eigentlich hier oben? Wo führt das hin? Zu ihm. Ich hab mich jetzt voll erschrocken. Zu Bisons, okay. Und Eiswölfen. Da sind mir die Orks erstmal lieber. So, ich will jetzt nur einen von denen. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Wo läuft der hin? Wo läuft er hin? Wir werden es ja sehen. Der ist so eine Zeitverschwendung. Ich werde dich töten. Ich will nur einen von denen, ja? So, wer gibt zuerst die Verfolgung auf? Bleib stehen, Mama. Ich glaube, ich muss gegen beide gleich kämpfen noch. Nee, doch nicht. Hey! Manchmal ist das die Parade mit dem Schild richtig beschissen. So. Holen wir uns den Armbrüstler da hinten. Hab ich dich endlich. Dum 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 dum. So, nee, bitte in diese Richtung, ja? So, noch ein bisschen näher. So, hier können wir kämpfen. Perfekt, einmal speichern und den nächsten. Wir sollten dem Maurer seine Lektion erteilen. So. Ja. Dum, 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 dum. Bleib stehen, Maurer. Ja, komm her.
größtenteils alles Elite-Krieger, kann das sein? So, ich brauche wieder ein bisschen Ausdauer. So. Und nochmal was snacken. Beziehungsweise, warte mal, gibt es hier ein Lagerfeuer, das ich nutzen darf? Ich habe ein bisschen Fleisch hier eingesammelt. Ansonsten wird das langsam knapp. Oder hier Kochtopf. Ja, machen wir das dann. Und ich tausche dann mal... Wo haben wir das? 14 Fleisch haben wir. Oh, da. Ich tausche die dann mal eben um. Aber eine Feuerstelle, also ein Lagerfeuer haben wir hier jetzt nicht, ne? Wahrscheinlich erst da hinten bei denen, sobald wir da freigemacht haben. Aber egal, dann haben wir vielleicht erstmal einen Eintopf. Warte mal, haben wir vielleicht etwas, was wir gegen die Fleischwanzen-Dings hier eintauchen können? Fleischwanzen-Ragout. Gibt 20 Leben und Fleischwanze 10 Leben. Das hier gibt plus 40 Leben und das hier plus 20. Wieso haben wir nicht viel, viel früher angefangen zu kochen? So, das gehört gespeichert. So. Wenn wir zu hart durchgreifen, haben wir bald keine Sklaven mehr. So, da sehe ich schon auch den Anführer. Worauf wartest du dann noch? Ich glaube, von der Seite wird es schwierig. Okay, einer hat uns schon gesehen, ohne dass... Ohne dass ich es wusste. Jetzt. Das ist schon mal gut. Das ist ein normaler Krieger. So. Hier und direkt voll. Wir brauchen mehr. Wir müssen mehr kochen. Ich hack dich in Stücke. Ja, das will ich sehen. So, wir können sogar hier kämpfen. Dumm, dumm. Ja, da kommt der Nächste. Bleib stehen, Mora. Komm kämpfen. So, der hat kaum Schaden gemacht. So. Wie sieht's aus? Ich glaube, die beiden lasse ich mal in Ruhe. Weil da sich jetzt jemand hin bewegt. Oder legt er sich schlafen? Ich mag dich in Stücke.
Nee, der kommt so, okay. Ah, ein Speer, okay. So, kommt hier jetzt gleich noch einer? Ich hab dich in Stücke. Ich glaube, das ist ein Elite-Krieger, kann das sein? Bleib stehen, Mora. Oder ist das ein normaler Krieger? Elite-Krieger, ja. War ich doch richtig. Ja, perfekt. Jo, bevor der uns erwischt oder sieht, will ich erstmal vielleicht hier alles andere freiräumen. Ich hab dich in Stücke. Dum 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 dum. Ach so, ist ein normaler Speer. Ja, der ist gleich ganz schnell tot. Speer halten ja zum Glück nicht aus. Also nicht viel aus. Jetzt ist nur der hier übrig. Ich hab dich in Stücke. Dum dum dum. Ich hab irgendwas Großes gehört. Irgendwas Großes ist in der Nähe, glaube ich. Speicher einmal. So. Gut, dass die eigentlich so gut wie gar keinen Schaden mehr machen. So. Ja, ich sehe schon, was da sein könnte. So, das nehmen wir. Ich speichere nochmal, bevor ich dahin gehe. Bevor ich versuche, gegen den da anzukommen, versuche ich lieber wirklich mein Glück mit den Orks hier. Dum, 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 dum. So, der Feldherr oder Boss oder Anführer oder wie auch immer, der hier genannt wird. Anführer. Das ist hier der Anführer. Jemand gesehen hier oder wie? Oh, jetzt kommen sie alle. Haben die das alle mitbekommen?
Da! Ja, komm. Da! Da! So. Ork-Lag ausgelöscht. Ah! Okay, und jetzt sind die da hinten draufgegangen? Ah, okay. So, alles mitnehmen. So, Pfeife. Die Figur würde ich auch gerne eigentlich mitnehmen wollen. So. Nochmal was futtern. Und nochmal Fleischwanzen-Ragout. Woher habe ich Dietrich hier wieder? So, da müssten da vorne irgendwo Waffen rumliegen gleich. Weil die dahin abgehauen sind und draufgegangen. Ich speichere aber mal, weil ich die Befürchtung habe, wir dürfen gleich gegen den Eisklotz da noch kämpfen. So. Ork-Armbrust, Kruschpuff, Kruschbarock. Was passiert, wenn wir gegen den jetzt kämpfen? So. Okay, der hat einen ordentlichen Zug drauf. Wir kommen da nicht so einfach an. Habe ich jetzt überhaupt den richtigen Speicherstand ausgewählt? So, okay, warte mal. Machen wir das so. Geht schneller. So. So. Und so. Der ist mir zu nah gerade. Deswegen speichere ich hier einmal. Wie nah kann ich an ihn, ohne entdeckt zu werden? Vielleicht sobald er sich umdreht. Wir haben eh gespeichert. Obwohl, das war jetzt optimal. So, Herz eines Eisgolems. Okay, da gönnen wir uns gleich ein paar Pflänzchen so. Apropos Pflänzchen, haben wir wieder irgendwas Permanentes? So, ein Scavenger haben wir. Da habe ich gerade noch einen gehört. Harnischkraut haben wir, ja. Den gönnen wir uns. Nice, nochmal 200 Ausdauer. 2 Ausdauer. Bald haben wir 200. So. Okay, einmal speichern. So, was haben wir hier? Schnapsbeere. Noch eine Schnapsbeere. Da hinten ist schon der nächste. Okay. Der steckt fest. Ja. So. Was soll ich mit dessen Herzen eigentlich? Wofür sind die gut? So, vielleicht noch ein Ragout? Das könnte schwierig werden hier. Was, wenn ich die andere Richtung gehe?
Wo führt das hin? Wo bin ich genau? Gesundheit, der Herr. Das hört sich nach noch einem an. Okay, das sind mir ein bisschen zu viele von denen. So, aber... Okay, irgendwo höre ich hier Orks kämpfen. Okay, Eiswölfe machen nicht mehr so viel Schaden. Zwar immer noch Schaden, extrem. Aber überlebt. So. Nochmal was futtern. So. Einmal speichern. Gegen was kämpfen die da oben? So. Keine Ahnung, was die da erlegt haben, aber... Oh. Da kommen schon die Nächsten, na super. So, ja. Überlebt. Da gönne ich mir wieder einen Heiltrank. So. Nashorn speichern. Bei einem Nashorn speichere ich. So, okay. Auch überlebt. So, wer hat mich gesehen? Ach du. So, kleine Nervensäge, die Goblins. Aber schön, dass wir mittlerweile gegen die hier zurechtkommen. Auch wenn die mir viel zu flink sind. Die kleinen Mistkerle. Was höre ich da? Schattenläufer. Schattenläufer habe ich mich noch gar nicht getraut, richtig anzugreifen. Hammerclan. Feuerclan. Wir wollten zum Hammerclan. So, Ripper, gibt Fleisch. So. So, ich höre da noch einen Ripper. Ein Troll. So, aber hier sind Ripper. Oder? Ne? Wollnashörner. Sind die da oben oder wo höre ich die?
Okay, hier wurde Ogermorgen. Hier liegt ein Oger, wurde hier getötet. Oh. Ich weiß, wo ich bin. Wenn da ein Dämon ist. Hat er mich im Visier? Ich hätte gern sein Schwert. Ja, sollen die gegeneinander erstmal kämpfen. Habe ich kein Problem mit. Jo, sollen die alle gegeneinander kämpfen erstmal. Nein! Nein, nicht zu mir! So. Und nochmal so. Ich kämpfe gegen den, was übrig bleibt. Wie sieht es mit dessen Leben aus? Bak Arash. Der hat einen Namen sogar. Alter, die Säbelzahntiger haben... Ich speichere noch einmal. Ich habe Angst, was passiert. Wenn die... Wie sieht es mit Bak Arash aus? Könnte sein, dass Bak Arash das nicht überlebt. Und ich dann gegen die beiden Säbelzahnkatzen antreten darf. So, was wenn ich dem erstmal helfe? Wieso treffe ich die scheiß Katze nicht? Jetzt visier nicht das Falsche hier an. Okay, erste Katze ist hinüber. Wieso? Ich hab das nicht gerafft, warum der das Falsche anvisiert. So. Bak Arash hat er ein Dämonenhorn. Ja, Hörner hätte ich zwar auch gerne selber, aber mir wäre da viel lieber, ich hätte das Schwert jetzt von dem oder so. So, da unten sind wieder Goblins. Lästige kleine Mistviecher. Sonnenkraut. Ah, hier bin ich. So, wo die Ripper sind und so weiter. Ist doch ein Ripper, oder? Oder ist das ein Schattenläufer? Das ist ein Schattenläufer. Oh! Okay. Gegen Schatten kommen wir auch schon an, okay. Müssen wir zwar viel Leben aufladen wieder, aber wir kommen an. Wie viel haben die da unten schon ausgeschaltet? Einer ist hinter mir her und die kämpfen da alle gegen Ripper. Okay. So. Ist der am Leben? Ne, das ist der, den ich gerade gekillt habe. Und da sind einfach mal nochmal zwei Säbelzahnkatzen. Ui, hier bitte nicht runterfallen. So. Ich wollte eigentlich zurück zum Hammerclan. Ist das der Weg? Die Brücke? Bei dem Ripper?
So. Einmal mitnehmen. Ich muss den Weg zum Hammerclan wiederfinden. So, Schnapsbeeren gibt es hier aber auch jede Menge. Und noch mehr Eiswölfe. So, wo muss ich hin? Eigentlich Süden. Die Richtung. Also diesen Liebe. Die Wollbisons. Die Wölfe lasse ich mal in Ruhe. Ich glaube, das da ist schon der Hammerclan. Ist jetzt nur die Frage, wie komme ich am besten da jetzt hin? Oh. Ja, die kommen eh nicht zu mir rüber. Drei Ripper. Aber ich will zum Hammerclan. Also einen logischen. Schießt er da erstmal mit Feuerbällen auf mich? Was ein Wichser. Warte, könnte das der Weg sein? Nein. Jo, du scheiß Schamane. Euch kleinen Kettenwichser krieg ich schnell auch alleine hin. So. So, alles mitnehmen. So, sonst dürfte hier nichts mehr rumliegen, ne? Ich hatte jetzt kurz gehofft oder gedacht, das wäre vielleicht... So, an den Wölfen vielleicht einmal vorbei. Vor allem, ich brauche jetzt dringend einen Weg, an denen... Ja, ich will jetzt nur an euch vorbei. Ich will zum Hammerclan. Dass die alle auch immer auf Kampf aus sind, ne? Und zwar instant. Wie komme ich jetzt dahin? Ich laufe hier irgendwie komplett daneben. Falsch. Alles. So, vielleicht nochmal einen Energy Drink nehmen. Oh, fast runtergefallen. Was ist das da, was da blau leuchtet? Wölfe. Gerade wenig Lust gegen die zu kämpfen. Natürlich, so kommen hier jetzt die nächsten. Oh, du Scheißkerl. Du bist der Erste. So.
So. Und hier nochmal. Und nochmal was schnabulieren. So, nochmal gucken. Jetzt muss ich nach Westen. In die Richtung. Komm. Ich versuche mal mein Bergsteigerglück. Komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. Ja. Heilwurzel. Perfekt. So, Kämpfer, Orktöter, Orktöter. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.